Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen der absoluten Klassiker auf dem Weihnachtsteller und zwar die wunderbaren, zarten und mürben, fantastischen, vanilligen Vanillekipferl. Es ist ein Rezept, was unbedingt bei jedem auf den Teller muss. Ich glaube wirklich, niemand kann darauf verzichten. Ohne Vanillekipferl ist Weihnachten kein Weihnachten, Advent kein Advent. Ich backe nach diesem Rezept, das ich euch heute zeige, seit über 2 Jahrzehnten. Und ja, es ist aus meiner Sicht das beste Rezept für Vanillekipferl, das es gibt. Sie werden unfassbar zart und mürbe. Das Einzige, was an diesem Rezept schwierig ist, ist, ihr müsst sie gut verstecken. So, natürlich bereiten wir uns als erstes den Mürbeteig vor. Der geht ja ganz einfach. Wir nehmen einfach das Mehl in die Schüssel. Und jetzt das Besondere an meinem Rezept, Speisestärke. Das macht die Kipferl noch mürber, als sie eh schon sind. Mandeln. Und zwar nehme ich abgezogene Mandeln. Ganz einfach, weil sie dann noch feiner werden. Wenn ihr Mandeln mit Schale nehmt, werden die Kipferl dunkler und sind nicht ganz so mürbe. Dann natürlich Zucker. Die weiche Butter in groben Stücken. Dann natürlich noch 2 Eigelb. Und wir nehmen bei Kipferl extra nur die Eigelb, denn das macht die Kipferl wieder umso mürber. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die Vanille. Und da könnt ihr jetzt entweder eine Vanillepaste nehmen oder einen Vanillezucker. Es würde auch ein Vanillinzucker gehen, der ist nicht ganz so intensiv. Aber ich nehme jetzt einfach das Mark einer halben Vanilleschote noch mit hier rein. Und das gibt dann den fantastischen, super leckeren Vanillekipferlgeschmack. Dafür nehmen wir uns die Vanilleschote und schneiden sie einfach längs auf. Und schaben hier mit dem Messerrücken das Mark aus der einen Hälfte. Hier ist es, wunderbar. Das andere nicht wegwerfen natürlich. Das könnt ihr noch für ein anderes Rezept verwenden. Und die ausgekratzte Schote, die kann man sich mit Zucker zusammen in ein Glas stecken und dann immer ab und zu mal so ein bisschen schütteln. Dann hat man selbstgemachten Vanillezucker. Die geben wir uns jetzt hier noch einfach gerade dazu. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist die Prise Salz. Hätte ich fast vergessen, aber die muss natürlich mit rein, unbedingt. Einfach eine Prise. Ich nehme jetzt die Knethaken zum Verrühren. Ihr könnt genauso gut auch den Flachrührer der Küchenmaschine nehmen oder einfach auch die Hände. Los geht's. Wenn das Ganze so ungefähr aussieht, also so ein bisschen klumpig geworden ist, dann können wir am besten mit den Händen nochmal weiterarbeiten, damit der Teig wirklich ganz schön geschmeidig wird. Denn jetzt wird man ihn gleich ganz einfach verbinden können und dann bleibt er auch schön mürbe. Ganz, ganz wichtig, dass der Teig nochmal mit den Händen zusammengeknetet wird, damit sich alle Zutaten gleichmäßig und schön verbinden. Man kann das Ganze natürlich auch von Anfang an mit den Händen machen, also aus dem Mehl und aus den Mandeln eine Mulde formen, die flüssigen Zutaten und die Butter in die Mitte und dann von außen nach innen einfach einkneten. So, und jetzt gucken wir mal hier, wie das hier funktioniert. Da sieht man schon, das drückt sich einfach so zusammen. Und ihr seht, da braucht es nur wenige Handgriffe und alles ist beieinander. Dann noch mal kurz durchkneten und der Teig ist soweit fertig. Eine tolle Technik, um den Teig noch geschmeidiger zu bekommen, ist diese Technik hier. Man drückt immer so ein bisschen etwas von dem Teig nach vorne aus mit dem Handballen und am Ende hat man einen sehr, sehr gut verbundenen Teig. Das jetzt wieder zusammenschieben und das Ganze mit dem anderen Stück auch noch machen oder gerne auch noch mal teilen. Das Ganze dann wieder zusammenkneten und das letzte Stückchen. Alles einsammeln und zusammenkneten. So ist jetzt wirklich alles super verteilt. Und ihr seht, hier habe ich schon eine Rolle geformt aus dem einen Teig. Und das mache ich jetzt auch hier.
einfach gerade so ein bisschen möglichst gleichmäßig erstmal ein Stück formen und dann das zu einer Rolle ausformen. Das mache ich jetzt mit diesem Stück auch. Versucht möglichst gleichmäßig zu rollen, damit einfach alle Stücke gleichmäßig dick werden. Die Kipferl sehen besonders schön aus, wenn sie klein sind, fein und gleichmäßig. 4 cm und die Rollen sind auch ungefähr gleich lang. Ganz wichtig ist natürlich das Einpacken auch noch in eine Folie. Ausnahmsweise benutze ich hier in der Weihnachtsbäckerei Folien, weil es sonst einfach richtig schwierig wird, die Plätzchen gut einzupacken. Und das muss man schon machen, damit der Teig nicht austrocknet oder Gerüche aus dem Kühlschrank annimmt. Schön verschließen an der Seite. So eingepackt können nun die Rollen dann auch eine halbe Stunde mindestens in den Kühlschrank. Ihr könnt sie auch gerne vorbereiten am Tag zuvor und ziehen lassen. Der Teig lässt sich auch super einfrieren. Nur dran denken, luftdicht verpacken, damit einfach der Teig keine Gerüche aus dem Kühlschrank oder aus dem Tiefkühler aufnimmt. In der Zwischenzeit heize ich mir den Ofen vor auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Natürlich bereite ich mir auch meinen Zucker vor, meinen Vanillezucker. Und ich nehme dafür ungefähr 6 bis 8 Esslöffel Puderzucker, natürlich gesiebt, und gebe dazu etwas Vanillezucker, 2 Päckchen und 1 Päckchen Tonkazucker. Das ist absolut optional, müsst ihr nicht machen, aber ich finde, das gibt dem Ganzen noch den ganz besonderen leckeren Geschmack. Und das Ganze verrühre ich mir hier und tunke nachher die Kipferl da rein. Und wenn ihr diese dunklen Stellen nicht haben wollt im Zucker, dann müsst ihr einfach Vanillinzucker verwenden und keinen echten Bourbon-Vanillezucker, denn der macht das Ganze so ein bisschen dunkel. Und das gebe ich mir jetzt gleich in eine flache Schüssel, damit die Kipferl schön reinpassen, und dann klappt das auch gut mit dem Wenden im Puderzucker. So, nach der Kühlzeit schneide ich mir jetzt die Rolle in ungefähr 1 cm dicke Scheiben. Dazu nehme ich mir einfach mein Lineal und schneide mir hier gleichmäßige Scheiben ab. Und wie gesagt, je gleichmäßiger, desto besser für euch und für eure Kipferl. Ist jetzt schon ziemlich hart, der Teig, muss ich sagen. Ich hatte ihn, glaube ich, ein bisschen zu lang in meinem Tiefkühler liegen. So, erste Rolle ist in gleichmäßige Teile geschnitten. Und die einzelnen Scheiben, die kann man sich am besten jetzt zu einer Kugel rollen. Bisschen durchkneten vorher, dass sie nicht zu hart sind, und dann zu einem Kipferl formen. Das geht am besten, indem man das Ganze so zwischen den Handballen lenkt und es dann schon formt. So sieht's aus. Mein Kipferl ist jetzt 4 cm in der Breite und 4 cm in der Länge. Und wenn man das dann immer so macht, sieht es natürlich super schön gleichmäßig aus, und das macht den schönen Eindruck am Ende. Und das machen wir jetzt mit allen Plätzchen. Und das Geheimnis schöner Kipferl ist wirklich nur das gleichmäßige Rollen, ausformen. Und das kriegt man eben am besten hin, wenn man den Teig gleichmäßig einteilt, sonst werden sie natürlich alle unterschiedlich. Und wenn ihr euch so ein Bastelbrett darunter nehmt als Unterlage, dann könnt ihr auch genau sehen, wo muss ich mit meinem Kipferl hin, damit es genau passt. Seht ihr dann einfach hier an den Kästchen, das ist so eine kleine Hilfe. Ganz wichtig ist auch, damit die Kipferl beim Backen ihre Form nicht verlieren, dass ihr die Bleche, die ihr dann fertig geformt habt, einfach nochmal kurz kalt stellt, vielleicht so eine Viertel bis halbe Stunde, wenn ihr die Zeit habt, dann bleiben sie besser in der Form und verlaufen nicht so stark. So, meine Kipferlbleche sind fertig und auch schön gekühlt, und sie kommen jetzt bei mir bei 175 Grad Ober-Unterhitze oder, wenn ihr wollt, 150 Grad Umluft, ungefähr 10 bis maximal 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen.
bisschen dabei bleiben, dass sie nicht zu dunkel abbacken. Kipferl schmecken am besten, wenn sie hellgolden abgebacken sind. So, während die Kipferl jetzt im Hintergrund backen und das ganze Haus zu duften anfängt, habe ich mir hier schon alles bereitgestellt. Das Abkühlgitter, damit ich sie gleich darauf setzen kann. Dann natürlich den Puderzucker mit dem Vanillezucker drin. Und hier ein Sieb, dass ich sie auch gleich besieben kann und sie dann erst nach einem kurzen Abkühlen hier in die Schale wenden kann. Das ist ganz wichtig, dass man sie nicht sofort bewegt, sonst brechen sie leicht. Ja, sie sind halt wirklich kleine Dieven, diese verflixten Kipferl. So wunderschön sehen jetzt die Kipferl aus. Ich habe sie hellgolden abgebacken, nicht zu dunkel werden lassen. Bei mir waren es jetzt gerade 15 Minuten. Als erstes können wir uns jetzt so einen ganz kleinen Hauch Zucker schon mal drüber stäuben. Dann können sie schon ein bisschen abkühlen. Dann schneit es auch so schön. Und es duftet wahnsinnig lecker. So, und wenn sie sich so ein bisschen gefestigt haben, dann nehmen wir uns jetzt einfach hier eine Palette und ganz, ganz vorsichtig gehen wir hier drunter und prüfen so ein bisschen, sind sie schon handelbar, weil sie sind nach dem Backen direkt super, super empfindlich und mögen das nicht so gern angefasst zu werden. Deswegen auch bitte immer nur ein Kipferl in euren Zucker geben. Ich habe mich jetzt so ein bisschen eingebaut. Ich muss das gerade mal hier ein bisschen anders machen. Ja, und jetzt könnt ihr sie hier so ein bisschen hin und her schubbern und dann kann unser kostbares Gebäck aufs Abkühlgitter und ganz auskühlen. Hier einsetzen und auskühlen lassen. Die Vanillekipferl können dann in Dosen aufbewahrt werden, sobald sie ganz ausgekühlt sind. Und vor dem Servieren bestäube ich sie immer noch mal extra mit Vanillezucker, damit sie einfach ganz frisch aussehen. Bevor ich jetzt meine Kipferl in die Dose packe, ich habe sie hier einfach mal schön dekoriert zum Fotografieren, werde ich sie natürlich für euch probieren. Man muss dazu sagen, dass die Kipferl am besten schmecken, wenn sie einige Tage oder sogar Wochen durchgezogen sind. Sie werden immer mürber. Das heißt, ihr könnt sie gut ein bisschen vor Weihnachten backen, dass sie an Weihnachten einfach ihren absoluten Top-Geschmack erreicht haben. Sie sind wahnsinnig lecker, sie duften wahnsinnig lecker. Gerade auch mit dem Tonkazucker vielleicht nicht weglassen, das macht den besonderen Kick aus bei diesen Kipferln. Ich zeige euch jetzt mal einen, vielleicht den hier hinten. Der ist hier eh schon nicht im Bild. Und da seht ihr ihn, wunderschön. Und wir zerbrechen uns den mal. Und ihr seht das Innere des Ganzen. Ja, einfach wunderschön mürbe. Geschmacksvideo wäre jetzt genau das Richtige. Diesen hier vernasche ich jetzt für euch. Und ich kann euch sagen, ich weiß ja, wie sie schmecken. Sie schmecken einfach traumhaft. Mmh. Oh mein Gott. Der absolute Traum. Ich muss noch das zweite Stück vernaschen. So lecker. Also absolut genial. Ich würde sie nur ein bisschen kleiner machen beim nächsten Mal. Und vielleicht die Mandeln, die fein gemahlenen Mandeln, nochmal durchmalen, dass sie noch feiner werden. Aber das ist Geschmackssache. So hat man so ein bisschen Crunch noch drin durch die Mandeln. Und ich finde, wenn sie so ganz buttrig im Mund zerfallen, sind sie eigentlich am besten. Es zieht natürlich noch ein bisschen durch, aber je feiner die Mandeln gemahlen sind, desto besser. Das waren meine traditionellen Vanillekipferl. Das Rezept, was ich seit Jahren, ja seit Jahrzehnten backe. Und ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Schickt mir dann eure Fotos gerne an mein Facebook oder an meinen Instagram-Account. Alle Infos dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch das Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken bei mir auf dem Blog www.sugarprincess.de. Dort könnt ihr einfach drauf surfen und dort findet ihr auch noch viele andere Weihnachtsrezepte. Adventsbäckereien, Plätzchen und natürlich Torten zur Weihnachtszeit. Also da könnt ihr euch schon wirklich ganz, ganz viel anschauen. Nächste Woche sehen wir uns hier wieder mit einem neuen Plätzchenrezept und am Mittwoch seht ihr wieder einen neuen
Vlog, wahrscheinlich wieder aus Kroatien. Oder ich schiebe noch eben kurz die Ostsee mit ein, das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall mittwochabends gibt es auch immer einen neuen Vlog bei uns auf dem Reisekanal, verlinke ich euch hier oben. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Adventsbacken und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss! Christmas with you.